Ich hatte gedacht, ich mache euch mal eben schnell die Wochenendanalyse zum FDAX, aber ihr seht hin, das Royal Atlantis, hier gibt es überall Musik und irgendwo wird dann in der Nacht natürlich noch irgendwas repariert, damit die Gäste tagsüber ja nicht gestört werden. Aber ich hoffe, es klappt jetzt einigermaßen. Einen Schluck auf habe ich auch mitgebracht und somit schnell zum FDAX. Wir haben, und da habe ich schon fast an der Leitung hier gezweifelt, eine Kurslücke, die ich so selten gesehen habe. Und das wird ja wohl hoffentlich kein Breakaway Gap sein. Denn, oder ein Iceland Gap, zumindest ein Gap, was bedeuten könnte oder auch folgende Situation entstehen lassen kann. Der Kurs startet hier am Montag in diesem Bereich. Er ist weiter und es geht hier weiter auf dieser Höhe und dann auf einmal gibt es wieder eine Kurslücke auf der Unterseite und das Geschehen fängt dann hier irgendwo statt und somit bleibt hier eine Kurslücke stehen von 100, 150 Punkten. Das aber erstmal so die ganz vage wilde Theorie. Erst einmal sieht das natürlich alles super bullisch aus. Der FDAX zieht sich weiter in diesem Aufwärtstrend von mir entlang. Und das Kursziel 19.500 Punkte ist zumindest bislang noch nicht erreicht. Und somit bleibt es auch dabei. Jeder, der long ist, sollte weiter den SL in den Gewinn anpassen. Und alles über 17.600 Punkte ist natürlich tiefenentspannt. Denn da brennt erst einmal nichts an. Wenn wir jetzt so ein bisschen pessimistisch sein wollen, wenn die U-Bahn auch ein bisschen den Deutschen rauslassen, dann könnte natürlich Folgendes passieren, dass wir hier so eine Bewegung dergleichen sehen und hier nach dieser 5 oder wo hier die 5 endet, dass dann die Abwärtsbewegung eben kommt, die dann deutlich stärker ist und der ein oder andere hat es dann vielleicht jetzt auch gerade eben schon gesehen, da könnten wir ja schon fast von einer SKS sprechen und das ist dann natürlich, ja, das wäre dann natürlich eine Herausforderung, aber, solange sind wir soweit noch nicht und somit bleibt das erst einmal nur graue Theorie. Erst einmal herzlichen Glückwunsch für alle, die weiterhin long sind, DAX bei 18.300 Punkte, was will man mehr? Und so, zum nächsten Video, US-Märkte, ich hoffe, dabei seid ihr auch mit dabei, bis gleich.